Schrottplatz. Also ihm, seinem Kumpel haben wir die Hand abgesägt, damit er nicht zum Werwolf wirft, und jetzt haben wir uns selber dazu entschieden, Werwolf zu werden. Und uff. Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Fahrwerke. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, klar. Was tot zu machen? Nein. Okay, alles, was intakt ist. Sieht aus, als hätten wir viel Arbeit, was? Versuch, keinen Lärm zu machen. Oh, klar. Hast du schon was? Noch nicht. Such weiter. Sie guckt gerade in einen Kofferraum. Ja? Sieht so aus. Sah gerade so aus. Problem. Verdammt, das muss ich doch öffnen lassen. Vielleicht in dem Hausding. Schauen. In dem Hausding. Werkstatt, eventuell einfach mal so Werkstatt nennen. Ich meine, ich kann man. Standardmäßig mal eben kurz wieder hier die Dinger ablaufen. Ne, jetzt. Okay. Da ist ein Knopf. Den drücken wir noch nicht. Gucken natürlich erstmal, ob sich hier irgendwas noch anklicken lässt. Nein, nein, nein. Das ist so wunderschön ausgeleuchtet, deswegen gehe ich erstmal nach oben. Diese Dreckskerle hatten das alles geplant. Wie kommt er jetzt da drauf? Er hat sich nur markiert, wann Vollmond ist, damit die halt sich in Sicherheit bringen können oder wie auch immer. Wer ist Tee? Mhm. Sieht aus, als hätten sie die Bücher gefälscht. Komisch. Du sagst es. Okay, den Hinweis, also sonst ist hier jetzt oben nichts. Ich hoffe ja immer noch, dass man irgendwo noch eine Waffe findet oder so, aber... Jetzt gehe ich mal hinter den Tisch. N8. Gute Nacht, wünsche ich dir auch. Und vielen Dank für die Mühe von vorhin und so. Werden wir in einer Dokumentation. Was Bescheid? Nein, Klappe, komm jetzt, geh mir. Wurf.
Öl- und Benzinspuren. Sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. Geht kein Licht an. Das ist ein extrem großer Schauplatz. Das geht auch schnell wieder aus. Harum Scarum. Siehst du das, Caitlin? Muss ich jetzt da oben hin? Wo muss ich hin? Okay, ist nix. Anscheinend nix. Da, ein beleuchtetes Fahrzeug am Kran. Alter, höre ich da Vögel? Alter, geht die Sonne gleich wieder auf, oder? Hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Ermutigen, pass auf mich auf. Ja, pass auf. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Gibt es eine Uhrzeitanzeige? Wie früh ist denn das jetzt? Die Vögel fingen schon wieder an zu singen? Die Nacht ist ja dann schon fast rum. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert.
zurück, Reifer. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ach, shit. Okay. Okay. Dann mal los jetzt. Zu schnell. Ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit! Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer! Schwingen. Oh. Oh, okay. Wo ist die Knarre? Dylan, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Hm. Okay. Frage ist, wer ist das? So. Also unterm Auto. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Aber wer ist das unterm Auto? Ich würde ja wenigstens nachgucken, ob man das irgendwie erkennen kann. Erkennungsmerkmal oder so. Oder nochmal einen Nachschuss. Also, man kennt es aus Zombieland. Regel, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Immer Sicherheitsschießen. Sicherheitsschuss, ne? Ich klemme mich auch aus, warte wieder nach. Gute Nacht, Bernie. Danke fürs Gucken und danke fürs und so weiter und alles und so und überhaupt. Wir müssen was tun. Was denn? Dylan sagt, er hier ist sicher. Naja, ich will nur nicht hier rumsitzen. Aber mehr müssen wir nicht machen. Nur bis zum Morgen warten, oder? Aber wir brauchen Schutz. Sieh, was du finden kannst. Das ist besser als nur rumsetzen. Dann mach doch mit, du dumme Nuss. Na, wenigstens läuft so.
Ich habe so viele Karten, jetzt wird die nächste Wahrsagerin. Was soll ich da dann machen? Oh fuck. Hier ist echt finster im Keller. Soll ich denn, ich sehe ja selber nichts hier. Was soll ich denn da gucken? Da ist die Leiter, die eine gebrochene Sprosse hat. Da muss ich bestimmt auch mal gucken. Hallo? Sicherungskasten? Gucken wir erstmal die Leiter an. Was gefunden? Euch. Check nur die Leiter. Ist da eine kleine Tür oben? Mhm. Ja. Dann mach sie auf. Okay. Warum? Wir wissen nicht, was da ist. Ganz genau. Hast du denn nicht aufgepasst? So gar nicht? Okay. Was ich meine ist, könnte gut sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du, wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Vielleicht gibt es einen Weg, uns zu verteidigen. Okay. Ich denke, das macht Sinn. Hm. Das eine Sprosse ist angeknackst. Das war knapp. Top. Ich hasse so Bodenlücken. Tja. Jetzt habe ich mir die Sturmkasten nicht angeguckt. Sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Ich fühle mich ganz gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na, egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Fein. Okay. Wir spielen wieder mit Werwölfchen. Spritzen. Hm. Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sieh an. Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Sch. Ja, das ist immer mein Gleichen. Okay. Sagst du etwa, ich merke das nicht? Noch irgendwelche letzten Worte? Vorsichtig. Yep. Vorsichtig, yep. Und er bewegt sich gar nicht. Komm ich nicht durch? Da ist jemand gefesselt. Was war das? Ich denke, das ist Chris Hackett.
Hof verlasse ich Ros. Und der tötet gleich Mutti. Retten? Kann er durchbrechen. Okay. Oh, wir alle. Gleich alle. Okay. Es ist soweit. Silberbeschlag. Bobby! Die Waffe! Als ob Bobby da eine Chance hätte. Bobby ist bewusstlos. Okay. Bobby ist out of order. Sie mich verschont haben. Ja, gleichfalls. Und was nun, sind alle wieder normal? Nee. Was? Oh. Du denkst, das ist vorbei? Das ist es nicht. Wie ich sagte, der Hackett ist nicht der Erste. Ist tot. Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Nein. Hat doch nie einer behauptet. Kaylee, das tote Mädchen, ihr Bruder. Was? Caleb ist... Chris und Kaylee. Chris wollte sie nur beschützen. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer bist Caleb? Silas. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Zwischendurch gab es Sichtungen an der Küste. Taco. Großer weißer Wolf. Bitte nicht mehr so viel Dings auslösen. Ich nehme auf. Was sagst du? Wo? Wo hast du ihn gesehen? Hey, an den, oh, den Hütten, früher am Abend. Okay. Okay. Okay, ergibt Sinn. Alles ergibt Sinn. Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Helft mir. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir können denen helfen, die noch leben. Misstrauisch. Auf jeden Fall misstrauisch. Wieso soll ich ihnen trauen? Ich will nicht, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Silas. Und allen geht's besser. Jedenfalls denen, die noch leben. Und viele sind sicher. Okay, okay. Und wo sollen wir ihn finden? Ich weiß genau, wo wir ihn finden.
Okay, los geht's. Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was Sie getan haben. Ich verstehe. Und kann ich bitte was zum Anziehen kriegen? Ein bisschen Wasser wäre vielleicht noch ganz nett. Du hattest deine Chance. Du hattest die Chance zum Sieg über die Drecksfamilie und hast versagt. Macht nichts. Ist ja noch Zeit. Wir könnten es noch schaffen. Passiert ist passiert. Ja. Lass uns jetzt nur noch nach vorn schauen, okay? Die Familie umbringen. Tod. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Wake für die Hoffnungsfrohen. Doch in deinem Fall heißt Tod schlichtweg Tod. Ist ja gut. Die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du allein den Weg finden, trotz Dunkelheit, und die Sonne wieder aufgehen sehen. Okay. Das Gericht. Die Glocken könnten von blutigem Mord, oder nicht? Von Wut und von aufrechtem Hass. Ein verdientes Schicksal? Kann sein. Doch er mag von Nutzen sein, der, der nicht vergibt, der nicht vergisst. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein! Mein Baby! Siehst du, was sie uns antaten?